Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum letzten Rennwochenende aus Europa. Herzlich willkommen aus Monza, Italien. Ja, schön, dass ihr dabei seid wieder. Herzlich, ja, dass wir zum großen Preis von Italien heute mit dem freien Training reinstarten können. Nach dem ja, zweiten Platz aus Belgien geht's heute in Italien hoffentlich wieder um alles. Und eine kleine Anmerkung für Sonntag. Es wird einen Livestream geben, auf jeden Fall, in 11.01.2019. Allerdings nicht über diesen YouTube-Account, sondern über den unserer Formel-1-Liga. Ich bin jetzt wieder in der Sonntagsliga zurückgewechselt in die MSFL, also Maximum Speed Formula One League. Und werde dann auf jeden Fall wieder über diesen Liga-Account auch streamen. Ich muss euch jetzt gerade mal kurz den Dings durchgeben. Ja, der heißt einfach Maximum Speed Formula One League, also alles geschrieben und dann MSL. 37 Abonnenten hat dieser YouTube-Kanal, dass ihr da Bescheid wisst. So. Da werde ich auch drüber streamen. Nicht nur ich, auch der Rest unserer Admin-Gruppe, nämlich die Andi, der Holger. Und ich glaube, der Erik müsste das noch sein. Ich weiß nicht, ob der Albi auch noch irgendwie. Also wir sind mit 4, 5 Leuten hier, da könnt ihr euch da verschiedene Sichten einsehen. Ab da werde ich jetzt sonntags immer streamen und ich bin über meinen privaten Account, weil ich mir einen extra MSFL-Account angelegt habe für den Liga. Ja, da wo meine Wurzeln sind. Nur dass ihr Bescheid wisst, also es gibt keinen Stream über diesen Account hier. Den gibt's erst, den gibt's nur samstags jetzt nur noch und nicht mehr sonntags. Jo, okay, so viel zum Thema dazu. Wir sind in der Formel 1 auf jeden Fall wieder dabei und ja, heute geht's weiter auf jeden Fall mit dem großen von Monza. Wunderbar, Qualifying und das Rennen sind trocken, das ist immer wichtig. So, und wir können wieder ein bisschen updaten. Wir müssten mal ein bisschen Antrieb machen. So, das packen wir mal rein. So, Aerodynamik haben wir schon ordentlich gut geupdatet. Fehlt allerdings noch ein bisschen was. Gut, dann gehen wir mal rein in den nächsten Grand Prix. Heute mit dem ersten freien Training hier zum großen Preis von ja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter auf jeden Fall. Und das ist dieser. Zurück. Wir freuen uns, dass Sie gleich dabei sind, wenn hier in Monza das Training beginnt. Eine der wohl berühmtesten Kurven in Monza ist die Varianta del Rettifilo. In dieser schwierigen ersten Kurve gab es im Laufe der Jahre schon viele Unfälle in der ersten Runde. Die Teams werden wohl die Luft anhalten und hoffen, dass alle diese Kurve heil überstehen. In dieser kniffligen Kurve ist es nicht leicht, den perfekten Bremspunkt zu finden. Man nähert sich hier mit rund 330 km/h entlang der Hauptgeraden, muss dann ungefähr 120 Meter vor der Kurve abbremsen, um sie mit etwa 84 km/h nehmen zu können. Es passiert schnell, dass man da zu weit aus der Kurve getragen wird, man von der Strecke abkommt und so seine Position an andere verliert. So. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Wir gucken mal überhaupt das Wetter rein. Training 2, Training 2 trocken, Training 3 trocken. Wir haben ein komplett trockenes Rennwochenende. Das ist doch perfekt, liebe Leute. Gut, dann können wir mit den harten mal. Ja, wir werden nicht hart anfangen. Wir werden mit Medium anfangen. So. Ich habe ja ein Setup für Italia. Bella bella Italia. Und wir gehen auf die erste, unsere erste geteilte Runde hier am Freitag. Viel Gequatsche. Und jetzt geht's auch endlich auf die Strecke. Mit unserem Williams hier.
So, mal gucken, was die Mediums jetzt können. Auch wieder heute mit mittlerer Traktion. Bei B gehen wir ja die volle Traktion wieder fahren müssen. Gucken wir hier wieder mal einen Sieg hinkriegen. Ja, das war so perfekt, war die Runde nicht. Zweiter Sektor natürlich wieder lit, aber ist klar, kein Kunststück, wenn wir die zweiten sind oder der erste überhaupt auf der Strecke sind. So, alle noch in der Boxengasse. Wir werden wahrscheinlich jetzt die schnellste Rennrunde fahren. Das würde mich auch schwer wundern, wenn es nicht so wäre. Dann 27,4. Ja, mal ein bisschen sauberer fahren jetzt die Linie, dann werden wir es verschaffen. Ich glaube, 2 bis 3 Runden pro Sekt pro Variante ist gut. Ja, wunderbar, auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon wieder. Jedes Mal vergiss es. Ja, die Zeit ist fast eine Sekunde schneller als 27,7. Die ist definitiv alles andere als sauber, die Zeit. Ist das gerade so ein bisschen, kann das sein? Ja, es fängt an zu regnen. War das nicht ein komplett drin trockenes Rennwochenende? Von wegen. Ja, mal gucken. So, Ricardo auf 2 momentan. Erste Variante erstmal. Wir sind Scheller. Vor uns ist ein Toro Rosso. Ein bisschen aufpassen, auch was die mittlere Traktion betrifft. So, Norris jetzt auf 2. Und wir werden wahrscheinlich nochmal eine Zeit fahren müssen. Eine Messzeit werden. Komm, ich guck mal, ob ich sie kriegen kann. Ah, ich glaube, das wird schwierig werden. Es reicht auf jeden Fall, um die schnellste Runde zu fahren. Nochmal als 26,2.
At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. So, wir fahren also simulieren die Zeit vor. So, momentan sind wir gut dabei. Das Perez mit den Soft kann momentan uns nicht wirklich folgen. Ich glaube, jetzt fahren aber auch alle Inter, ja. Ich glaube, wir haben die Bestzeit im ersten Versuch. Bin mal gespannt, wann die nächste Wechselgruppe kommt, die nächste Wechselvariante kommt. Vielleicht sogar erst nach der Saison. Das dauert aber noch ein bisschen. Nächste Woche sind wir in Singapur, danach geht's nach Russland. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überqueren, aber das ist erstmal noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Norris und Daniel Ricciardo. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, das ist auf jeden Fall das. Und wir haben das erste freie Training gewonnen. Ist auch kein Kunststück, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben. Es war nass am Ende, deswegen. So, das war das erste, die erste Variante. Und wir gehen rein dann ins zweite freie Training. Let's go. Also das erste Training, die erste Variante. Das erste freie Training war das. Wir gehen jetzt rein ins zweite freie Training. So. Gehen wir auf Soft, weil eine Variante fahren wir nämlich nicht. So, jetzt haben wir es dran, den Sprinter rumzustellen. Wir fahren jetzt Soft, weil die Medium sind keine Option dann fürs Rennen. Erste Schikane natürlich, die ist nämlich nicht immer, die ist ziemlich knifflig. Man fährt eine sehr hohe Geschwindigkeit, geht man auf eine sehr niedrige. So, jetzt kommt die Schikane da, 2001 an Schreckenposten ums Leben gekommen ist. Hier die Ecke ist das. Macht's näher her, ich kann mich damals noch erinnern. War es 2000? Ne, 2000 war es. Entschuldigung. 2001 kam einer in Australien ums Leben bei dem Unfall zwischen Villeneuve und, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer der zweite ist, war jetzt. Ich glaube, Ralf Schumacher war das. So, mal gucken, wo die Zeiten jetzt werden. Ricciardo, 26,9. Zweieinhalb Sekunden schneller. Na,
Wir ein bisschen ziehen, lassen ein bisschen liegen. Die Zeit, die ist gerade so ein bisschen. Hä? Weil jetzt die Zeit besser wird. Ich bin deutlich besser auf die Schikane gekommen als in der Runde zuvor. Ja, aber da letztlich gerade bin ich nicht durch. ...0,048 Vorsprung. So, mal gucken. Vielleicht ein bisschen mehr Speed. Na, die Runde wird schon mal gar nichts. Die wird eine Katastrophe werden. Wobei die Softreifen, die erlauben nicht viele schnelle Versuche. Die wird nicht werden. So. Oder 20 Grad Wasser raus und mal bewegen. Nur mal gucken, wie die Zeiten aussehen. Wir sind wieder vor Norris. Jetzt war das ja nochmal eine Zeit der Haut. Ebenfalls auf den Soft. Nochmal eine Zeit auf Soft. Ich glaube, wer wird er nicht haben? Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Bottas und Sergio Perez. Wie eng das ist. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So, das war Ring 2. Mit einem sehr, sehr knappen Ergebnis auf Valtteri Bottas, sind wir durch.
So, dann gehen wir jetzt rein ins dritte freie Training hier in Bella Italia. So, dann sind wir da. Versuche nochmal ein Softset. Ich will dieses Wochenende perfekt fahren. Das ist mein oberstes Ziel. Ich weiß gar nicht, ob es eine Trophäe gibt dafür, wenn ich alles wirklich perfekt fahre. Also alle dominiere. In Belgien haben wir ja aber genauso begonnen. Und am Ende war es nur Platz 2. Mal gucken, wie es hier in Italien sein wird. Gucken, ob wir nicht sagen, weiter Williams fahren oder noch ein anderes Team nehmen. Gucken. Werden wir sehen. So, erster Sektor. Schon mal violett. Sehe ich hingefahren. 26,2. Ne, 24. 24er Zeiten. Hamilton 24.1. Da müssen wir uns aber ein bisschen schrecken, dass wir die Zeit knacken können. Okay, halt dich. Das reicht eben nicht. Wir müssen noch mal ein bisschen nachliefern. Ich weiß nicht, wie der Abstand war. 286 oder so. Wir müssen auf jeden Fall in der letzten Sekunde, in der letzten Kurve noch mal ein bisschen was holen. Es reicht aber, um minimal nach vorne zu gehen. Von uns McLaren. War ein neues Team übrigens für die Sonntagsliga. Ich werde jetzt mit McLaren fahren. Das ist Sektor auf jeden Fall mal schon dabei. Der ist nämlich violett gerade. Und es ist Science. Gucken, ob ich jetzt ein bisschen Windschatten mitnehmen kann und vielleicht ein bisschen die Zeit gut machen kann.
So, sagen wir natürlich nicht in der nächsten Kurve im Wege stehen. Genau, das passiert auch. Wir haben keine neue Zeit geschafft, aber wir haben zumindest... Ja, in der letzten Variante sind wir im in der letzten Kurve sind wir im Weg gestanden. Ja, aber reicht. Wir sind eine Sekunde vor Vettel, aber dran an Hamilton. Hamilton ist schneller als wir. Hamilton ist zumindest Sektor 2-3 schneller als wir. Wow, ordentliches Stück auf jeden Fall. Das heißt, wir holen es jetzt im ersten Sektor. Wir müssen es auf jeden Fall im Qualifying nochmal einen Ticken steigern. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf den Bestplatzierten zu werfen. Richter, Hamilton und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Auf jeden Fall. Ja, damit sind wir durch mit dem Training, liebe Leute. Gut, das war's mit dem freien Training. Ja, wir haben noch Nachrichten. Bleibt also alles beim Alten. Das war's mit dem Training. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt, zum Qualifying hier aus Monza. Bis dahin und tschüss.